Ach, keine Ahnung. Schwierig. Schwieriges Thema. Da musst du die Ita-Kreuzer auch nerven, wenn sie DDs treffen. Ja, nee, da. Pass auf, Lamo. Du kannst dich gegen Ita-Kreuzer, kannst du dich als Zerstörer wehren, indem du einfach nicht in die Reichweite fährst, dich nicht spotten lässt und so. Ein Flugzeugträger fliegt einfach hin, da juckt ihn nicht. Da ist ein Riesenunterschied dazu. Also. Das darfst du so nicht vergleichen. Eine Venezia kann nicht einfach so zu einem DD hinfahren und ihn selbst spotten und beschießen. Ein Flugzeugträger kann das. Das ist halt ein, ja, Unterschied. Musst du beachten. Hätte ich mal eine Small Lens. Machen wir mit Tiny Tims direkt mal ein bisschen Stress, würde ich sagen. Guck mal, wie schnell die Flieger sind. Das ist ja krass, Alter. Holen wir uns die Bomber noch? Ich hoffe, wir verlieren nicht alle Flugzeuge dort hinten. Ich weiß nicht genau. Ich hätte vorher welche abschmeißen sollen. Jetzt haben wir da wieder so eine Bubble, ne? An Schiffen vor uns. Canberra, Des Moines. Müsste doch hier irgendwo stehen. Ja, Tatsache, da ist sie. Fuck, 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 fuck. Oh. Hat sich nicht wirklich gelohnt, glaube ich. Lass uns mal die Hindenburg dort angreifen, die sich gebeacht hätte in der Mitte. Da unten, das sind einfach zu viele Schiffe auf einem Haufen. Da verlieren wir zu viele Flugzeuge. Aber in der Mitte können wir ein bisschen kämpfen. Und drüben bei A theoretisch auch. Was ist eigentlich mit den Hindenburgs los? Beide haben sich an der Insel gebeacht. Sind die in der Division? Bedingt. Wenn du mit einem DD zwischen alle möglichen anderen Schiffe fährst, dann ja, natürlich schützt dich das auch. Aber du bist halt komplett beschränkt dann in deiner Spielweise irgendwo. Schwierig. Also man kann nicht leugnen, dass CVs es extrem einfach haben, Zerstörer rauszunehmen aus diesem Spiel. Eine Sau haben sie da noch. Okay, interessant. Alter, wie lange die einfach brauchen, um einzuzielen. Das ist so krank. Oh, da ist der DD, by the way. Der Ring braucht mal kurz Unterstützung gegen die Audacious, sonst stirbt er da raus. Oh je. Yeah. Okay, die ging daneben. Greifen mal die Z an. Der Alpha Strike Schaden ist viel schwächer geworden seit dem Rework. Aber bei DDs brauchst du keinen Alpha-Schaden. Bei DDs reicht es aber, wenn du ein bisschen Schaden machst und das halt. Oh fuck. Nein, er hat beschleunigt. Das ist halt zuverlässig. Holy moly. Da war echt ein Treffer mit da. Zwei sogar. Als ob ich zweimal treffe. Alter, ist das eklig.
Keine Ahnung. Wirklich, dass er halt immer noch hier steht. Wirklich, dass er hier nicht mehr steht. Reset. Okay. Dankeschön, Federhype, für 20 Monate. Vielen Dank für deinen Support. Dankeschön. Sieht so aus, als würde unser Team gerade am Verlieren sein. Ich glaube eher, das Gegnerteam ist extrem passiv. Justy. Hi, Justy. Dankeschön. Herzlich willkommen. Nein, schieß nicht meine. Oh. Abbremsen, drehen, Angriff. Oh meine Güte, da macht die Republik einfach das Schiff kaputt. War das knapp. Ich hab's gerade fast nicht mehr geschafft. Ja, Shanks Gaming, du hast halt immer Leute, die über irgendwas weinen. Was mich gerade noch ein bisschen stört bei den CVs, ist eigentlich nur der Schaden gegen Zerstörer. Dass man da irgendwas machen müsste. Gegen Kreuzer, gegen Schlachtschiffe finde ich es eigentlich ganz okay. Und damit muss man halt schon irgendwo leben. Man muss das halt auch mal vergleichen mit den CVs, die es damals gab. Die haben halt einen Kreuzer mit einem Angriff rausgenommen, theoretisch. Oder ein Schlachtschiff mit ein oder zwei Anflügen. Das ist jetzt halt auf jeden Fall nicht mehr möglich. Aber wie gesagt, es geht hier halt nicht um den Alpha-Schaden. Bei Zerstörern. Sondern es geht einfach um diesen. Ja, irgendwo ist es dann schon wieder der Alpha-Schaden der Raketen, der halt extrem einfach ist, auf DDs zu treffen. Der reicht halt vollkommen aus, um ihnen das Leben komplett zur Hölle zu machen. Genauso wie die Teppichbombe oder sowas. Und das finde ich halt irgendwo nicht richtig, dass Zerstörer so krass darunter leiden. Das hier ist auch so ein Ding, die Midway-Bomben finde ich halt auch irgendwie noch ein bisschen zu krass, aber ist okay. Und der Lexi, ja, Lexington und Midway, die haben beide solche Bomben, die übertrieben stark sind. Du machst halt immer deine 10.000 bis 15.000 Damage. Und Brände dazu. Da sind die Teppichbomber von der Audacious schon deutlich mehr gebalanced, was das angeht. Aber halt bei DDs überhaupt nicht. Oh shit, wir sind offen. Nein, du sollst nicht im. Fahr rückwärts. Ja, okay. Gefahr. Gehen die jetzt weg, die Fighter? Kann ich angreifen? Da sind die nur unspotted. Eventuell ziehe ich mich doch nochmal zurück irgendwie, ne? Ohio ist ganz alleine. Die können wir nochmal angreifen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht unsere ganzen Flieger verlieren, hey.
Ach, dammit. Er hat noch seine Fighter in der Luft. Sind die gelandet? Die sind gelandet. Dann können wir doch angreifen. Auf geht's. Das waren 14.000 schon wieder. Plus Brand. Ui. Brennt er noch? Er brennt noch. Ah, shit. Warte mal. Hab ich vielleicht einen Fehler gemacht? Bin ich zu nah dran schon? Selbst die Tiny Tims sind auch ziemlich stark, gell? 8000 jetzt waren das gerade. Gegen stark gepanzerte Ziele. Generell gepanzerte Ziele. Hopp. Kirby, ich danke dir. Herzlich willkommen. Ist aber krass, wie wir versuchen hier gerade den Schaden reinzudrücken und trotzdem unser Team eins nach dem anderen, also ein Schiff nach dem anderen rausgeht. Gucken, ob wir hier die Sau vor uns angreifen. Eigentlich müssen wir die Ohio jetzt dort hinten holen. Aber die Sau ist schon so nah dran und fährt unsere Venezia an die Seite. Deswegen würde ich sagen, greifen wir lieber die an. Guck dir das an, wie lange das dauert, bis die eingezielt sind. Das ist ja heftig. Oh shit. Wir verlieren halt wirklich, gell? Merke ich gerade. Unsere Tops waren zu langsam. Komm ich noch rechtzeitig weg hier wieder? Krieg ich die Sau noch rechtzeitig rausgebombt? Sie aber ganz schnell drehen mit meinem CV, hey. Eine gute Salve jetzt mit den Bombern auf die Sau und die ist raus. Ich habe das Problem, dass ich hier Bomber verlieren werde. Okay, da ist was. Nein, shit! Boah, Gott sei Dank. Fuck, die Monty hat uns gesehen. Das ist nicht gut. Dass die Salve nicht getroffen hat. Werde ich jetzt ein Linkshot-Manöver machen müssen eigentlich gerade. Der wird ihn jetzt rausrahmen, vermutlich. Oder fährt er an ihm vorbei? Er fährt an ihm vorbei. Komm schon, Midway, du fettes Stück. Oh, er hat ihn rausgerammt, okay. Nein, hat er gar nicht. Oh, fuck. Fuck. Ich hab grad gedacht, der hat den rausgerammt. Nein. Weil er. Nevermind. Oh, ich bin zu schnell. Oh, ich bin viel zu schnell. Oh, ich bin viel zu schnell. Oh, ich bin viel zu schnell. Schön, der ist raus. Dann fahren wir mal in die Richtung weiter. Tops müssen ein paar treffen. Haben wir ein Glück, dass dann Flooding dabei ist. Die Gearing wird halt die Daring wird halt rausgehen. Und da ich das mache, das halt jetzt easy peasy. Jetzt habe ich noch das Balensk hier. Okay, Monty müsste jetzt erstmal brennen. Ich hoffe, dass die Yoshino da noch ein bisschen Damage drauf macht. Dass sie wirklich vollends abbrennt, weil sie gerade eben ihren Repair-Kit benutzt hat. Ich hoffe, sie hat keinen Heal, um dagegen zu kämpfen gerade mit der Monty. Er, natürlich. Er kämpft dagegen an. Shit. Taking fire.
Keine Chance, als ob ich ihn treffen werde. Oh, ich habe ihn getroffen. Lol. Nimmt er hoffentlich einen Top von der Yoshino mit, please. Nimmt er nicht mit. Shit, Leute, das geht doch nicht. Krass. Ja, wir haben noch 4 Minuten, also wir könnten jetzt noch versuchen, hier diese Montana Falls rauszunehmen. Vielleicht haben wir Glück. Machen das mal ordentlich Schaden. Den Brand, wenn er jetzt einkassiert, würde er sofort reparieren, schätze ich. Das ist okay. Natürlich hat er ihn sofort repariert. Ich habe keine Rocket Planes mehr übrig gerade. Da kommen nochmal 3 zurück. Damit könnte ich die Smolens gleich nochmal angreifen. Müssen wir nur schauen, dass wir diese Monty da vollends rauskriegen. Und ich werde ihn so runter drehen, dass er nur mit seinen Frontgeschützen auf mich wirken kann. Oder er dreht nach hinten raus. Oder er passt nicht auf. So. Jetzt sag mir bitte, dass er da noch einen mitnimmt. Jawohl. Wir haben noch 3 Minuten übrig. Der Ashes kommt jetzt und greift uns an. Mit Bombern. Da ist die Smolensk. Wenn wir noch ein paar Rocket Planes übrig haben nach dem Angriff, werden wir die vielleicht sogar noch vollends rauskriegen. Oder Bomber. So. Ich erinnere nämlich auch nicht mehr viel jetzt. Oh boy. Aufpassen, dass die Republik uns jetzt nicht abknallt, ne? Ah, der hat seine Smolens geschützt. 2 Minuten. Kann nichts machen, Leute. Wenn der Fighter da ist. Muss warten, bis der Fighter weg ist. Was, wir holen den jetzt. Hey, was macht meiner? Hey, was macht mein CV? Bist du blöd? Was macht mein CV? Er zeigt Breitseite für die Smolensk. Zeigt doch nicht Breitseite für die Smolensk. Warte mal, ich muss kurz manuell, Leute. Sorry. Ich muss sie kurz landen lassen, dass ich nochmal starten kann. So, jetzt. Oh, und der hat wieder Fighter gesetzt vor die Smolensk. Damit. Ich habe kaum noch HP, Leute, wir sind tot. Nach 37 Sekunden. Ich glaube, das war's. Weil wir spotted sind nach wie vor. Die Republik schießt jetzt noch einmal, dann sind wir raus, wenn wir Pech haben. Oh mein Gott, sag mir nicht, dass wir das überleben. Für 3500 HP.
Die Republik hat uns nicht erwischt. Holy shit. Krass. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, das war doch mal eine schöne Runde. da schwitzen die Finger. Da schwitzt die Hand. Sehr cool.